Willkommen zurück zu den New Super Mario Bros. U Challenges. Ich habe mal auf Luigi gewechselt. Das ist ja eine alte Streitfrage. Wer ist besser, Mario oder Luigi? Ich habe früher Luigi bevorzugt, aber inzwischen mag ich eigentlich beide sehr gern. Auch wenn Luigi ein bisschen mehr Charakter hat, ganz ehrlich gesagt. So, und weil die One-Up-Rally farblich so perfekt zu ihm passt, wärme ich mich damit jetzt auf. Gumbalg-Gebalge nennt sich das erste. Um One-Ups zu erhalten, spring auf möglichst viele Gumbälger in Folge, ohne den Boden zu berühren. Ja, die Gumbälger, ich glaube, die waren neu in New Super Mario Bros. Die sind quasi das Äquivalent zu roten Koopas, denn wie wir wissen, laufen grüne Koopas von Kanten und rote Koopas nicht. Und mit den Gumbälgern verhält es sich ähnlich. Normale Goombas laufen von Kanten hinunter und Gumbälger eben nicht, die drehen daran um. Und das, ja, hat die Ein-Sterne-Schwierigkeit verdient. Das war nämlich überhaupt nichts. Ich hatte am Anfang Sorge, gleich beim ersten Sprung, dass es vielleicht nicht erlaubt wäre, zwei auf einmal kaputt zu machen, aber hat trotzdem gezählt. Die Punkte wurden korrekt verteilt. Was ist denn das zweite? Gar keine neuen freigeschaltet? Ich bin erstaunt. Koopa-Versammlung am Gesichtsfelsen. Um One-Ups zu erhalten, spring auf möglichst viele Gegner in Folge, ohne den Boden zu berühren. Genau die gleiche Aufgabe, aber jetzt wird's schwieriger. Hier muss man nämlich schon 30 sammeln. Und wahrscheinlich muss ich das auf... Ich krieg schon mal das Hörnchen. Und dann weiß ich auch, was hier zu tun ist. Ich muss das nämlich sehr lange machen jetzt. Und währenddessen immer wieder warten, bis die aufstehen. Das dauert allerdings ganz schön lange. Vielleicht sollte ich zwischen jedem Treffer... so eine Steigung hinlegen, obwohl es scheint genau hinzuhauen, dass wenn ich die 5 Treffer hier aneinander reihe, dass ich anschließend zurückfliegen kann, um den wieder zu treffen. Ja, das geht. Das geht wohl echt. Oh oh. Nein, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Oh oh. Steht der jetzt trotzdem rechtzeitig auf? Warum machst du das jetzt in die Richtung? Okay, ich konnte noch genug Zeit rausschinden. Aber das ist, eine ziemlich langwierige Geduldsaufgabe. Jetzt muss ich gerade mal schnell gucken. Weil da oben habe ich ja noch eine Zeitbegrenzung, in der ich das hinkriegen muss. Und so wie ich das jetzt hier gerade mache, scheint das gar nicht zu klappen. Und oh nein! Jetzt gehe ich auch noch daneben, weil ich hochgehe. Ich habe gerade hochgeschielt, ne? Auf den Timer. Und dadurch den Koopa aus den Augen verloren. Tja, hilft wohl nichts. Muss ich nochmal probieren. Andererseits kann ich ja gar nicht viel anders machen. Ich muss ja warten, bis der Koopa wieder aufsteht. Also irgendwas schneller hinzukriegen, geht nicht. Ah, jetzt sind die neuen Herausforderungen da. Und das waren sogar die einzigen, die nur einen Stern haben. Einen Stern haben. Koopa-Gewimmel. Nein, nix hier. Goldmedaille ist angesagt. Oh, es reicht tatsächlich nicht. Zwei Leben fehlen mir noch. Aber die Zeit geht mir aus. Halleluja, was soll ich denn dann machen? Da muss ich echt ein bisschen mehr Risiko fahren und diesen Boost weglassen und den Koopa praktisch in dem Moment wieder treffen, wo er aufsteht. Die verlangen aber wirklich schon für die kleinsten Challenges, dass man sich darüber irgendwelche Gedanken macht und aus der Komfortzone rausgeht. Das ist echt der Hammer. Okay, so ist das kein Problem. Ist euch wahrscheinlich aufgefallen, ich habe die jetzt zum einen in einer anderen Reihenfolge getroffen, damit ich da ganz bequem hin und her fliegen kann, ohne Gefahr zu laufen, aus Versehen zu landen, weil der Rückweg so weit ist auf den ersten Koopa. Und man kann sie echt schon treffen, wenn sie so am Zappeln sind. Also sie müssen noch nicht komplett aufgestanden sein. Sobald sie ihre Gliedmaßen aus ihren Panzern hervorragen lassen, kann man sie erneut treffen. Das sind die zwei Dinge, die man hier beachten muss und dann... ist es auch kein Problem.
Soll ich die zwei jetzt noch hinten ranhängen? Ich meine, ich glaube, die One-Up-Rally-Kategorie war erstens nicht so groß, weil es immer das Gleiche ist. Und, ja. Naja, gucken wir mal. Um One-Ups zu erhalten, springen auf möglichst viele Gegner in Folge, ohne den Boden zu berühren. Diesmal ist es aber schon nicht mehr so bequem, weil es sich um hüpfende, quirlige Goombas handelt. Upp, jetzt habe ich, glaube ich, schon was verkackt. Naja. Boah, die sind fies. Also ohne Hörnchen wäre das hier praktisch, naja, nicht unmöglich, aber an der Grenze zum Unmöglichen. Ich hoffe mal, das kommt nicht später nochmal zurück und ich muss das tatsächlich ohne Hörnchen machen. Dann sehe ich nämlich super alt aus. Wie viel waren es? 40, ne? Boah, das ist aber eine Sisyphus-Arbeit, du. Ups, und da habe ich es auch schon verkackt. Ich bin gerade ein bisschen nervös geworden, weil da kommen so viele Goombas, dass ich aufpassen muss, dass die nicht wieder von der auf der anderen Seite runterlatschen und ich dadurch die Treffer verpasse. 40 ist eine Hausmarke. 40 mal das gleiche machen hintereinander. Das ist heftig. Ja, das fahre ich jetzt ganz trocken ins Ziel hier. Aber wenn das so weitergeht in dieser Kategorie, dann ist das so ziemlich die langweiligste von allen, oder? Also ich hoffe, da kommen später noch irgendwelche zusätzlichen Aufgaben dazu oder zumindest andere Umstände, dass man nicht immer nur ewig lang auf Gegnern rumhüpfen muss. Ich meine, ist ja ganz gut, dann ist es nicht allzu schwer, aber ein bisschen mehr Abwechslung wäre das schon ganz geil. Was wäre denn das nächste gewesen? Gleite ohne anzuhalten übers Eis und besiege Gegner, um One-Ups zu erhalten. Da habe ich doch meinen Wunsch direkt erfüllt, oder? Das mache ich jetzt noch. Und los geht's. Mit dem Pinguinanzug. Yay. Da ist doch schon wesentlich mehr Action drin. Vor allem, wenn man einen verpasst, dann kann man sich wahrscheinlich sofort die Kugel geben. Oh, da hätte ich hochgemusst. Und sobald man aufhört zu schlittern, darf man nicht nochmal von vorne anfangen, sondern es ist sofort vorbei. Das ist fies. Ich meine, klar, es steht da, gleite ohne anzuhalten, aber trotzdem. Das wäre doch ganz nett gewesen, wenn man nochmal erneut Schwung holen darf. Darf man aber nicht. Heppa! Es ist gar nicht mal so leicht, die Sprungweite abzuschätzen. Weil sie, weil sie nicht so weit ist und vor allem nicht so hoch, wie man es denken würde. Weil wenn man mit Mario bzw. Luigi mit dem Tempo rennen würde, dann würde man viel höher springen. Ich meine, ist klar, aus dem Bauchmuskel kommt nicht so viel Sprungkraft raus, wie aus den Beinen. Insofern ist das logisch. Aber die Umstellung ist trotzdem da. So, jetzt großer Sprung da drauf, hab's wieder nicht geschafft. Also zumindest nicht so, dass ich daraus hätte was machen können. Vielleicht muss ich da viel früher springen. Jetzt gucke ich mal, wie viel ich mitnehmen kann und wie schwierig das am Ende noch ist. 32 sind, glaube ich, die Goldmedaille. Ja, das sind alle. Also da brauche ich eigentlich gar nicht fragen. Das versteht sich von selbst. Da muss man eine perfekte Runde ablegen. Dann streng dich mal an, Luigi. Zeig, was du kannst. Wie die abgeräumt. Nein! Über den wäre ich vorhin schon drüber gesprungen. Oder bin ich sogar drüber gesprungen? Ich hab's geschafft. Der letzte Sprung, da geht einem nochmal die Düse, dass man die 5 am Ende wirklich mitnimmt. Wenn man sich da ein bisschen verspringt, dann klappt das natürlich nicht.
Ja, so macht's Spaß. Das ist cool. Das darf man so selten machen. Einfach mal Gegner sinnlos abräumen. Ich fühle mich zwar nicht wirklich aufgewärmt dadurch jetzt, aber es wird Zeit, weitere Zeitattacken anzugehen. Es wird Zeit. Nämlich die 4 Sterne. Propellereinsatz im Buhu-Haus. Worum geht's? Erreiche den Zielring in der vorgegebenen Zeit und in Propellerform. Ich muss mich also durch Buhu-Kreise hindurch quetschen und das mit dem merkwürdigen Propellerpilz, den man während des Spiels praktisch nie benutzt und dessen Physik ich jetzt auch irgendwie nicht mehr in den Fingern habe. Was ist denn das für ein komischer... Was ist das für ein komischer Aufbau? Jetzt muss ich da auch noch quer rüberlaufen? Wie unbequem. Ich dachte, ich darf da einfach immer weiter den Propeller einsetzen, um mich in die Höhe zu schrauben, von wegen. Okay. Ist aber auch... Oh, das ist aber auch eng. Und ich weiß nicht, wie viel ich zwischen den einzelnen Buhu-Kreisen warten darf. Wahrscheinlich gar nichts, wenn ich jetzt mal raten dürfte. Aber ich muss ja wohl. Hier zum Beispiel. Boah, der macht doch da komplett dicht. Wie soll ich da durchkommen? Der ist genau in der Mitte. So ein hässlicher Buhu. Ich meine, die Höhe ist ja noch bequem am Anfang. Ja, das ist praktisch genau die Höhe, die man mit dem Propellerpilz zurücklegen kann. So, jetzt muss ich mal schauen. Oh, ich wollte... Hallo? Ich habe mindestens 3-mal nach unten gedrückt, um die Schraubattacke zu machen, um schneller zu landen. Das interessiert ihn nicht. Alles klar. Das interessiert ihn wirklich nicht. Geht das erst nach einer gewissen Zeit? Das muss ich jetzt mal testen. Also quasi nachdem man die maximale Höhe erreicht hat? Irgendwie nicht. Ja, dann mach bitte. Ignoriere nicht meine Inputs. Das wäre eine echt große Hilfe. Trotzdem mache ich das jetzt mal nicht. Ich hoffe, es reicht auch so. Also das darf man sich garantiert nicht erlauben. Vor allem, weil dann dieser Buhu-Kreis hier schon viel zu weit dreht und das mega unbequem wird. Bis man hier mal Schwung aufbauen kann. Okay, das reicht gar nicht. Hier muss man vorher springen. Gott, kill mich. Kill mich einfach nur. Hat er sowieso nur noch 2 Sekunden Zeit. Also wenn nach diesen 2 Buhu-Kreisen, die da noch folgen, kein Zielring in Sicht kommt, dann muss ich so langsam eine andere Taktik auffahren. Als ob. Oh, was ist das denn für ein kranker Aufbau? Nein! Und dann verrecke ich sogar noch. Holy Macaroni, das ist schwer. Ich finde das super schwer, weil man während des Fluges mit dem Propellerpilz gar keinen Einfluss mehr auf die Richtung, also kaum Einfluss auf die Richtung hat. Das muss beim Absprung, beim Abflug sitzen. Nein! Er macht sich aber auch so lang, ne? Wenn er den Propeller einsetzt. Er wird wie ein Spaghetti in die Länge gezogen und dadurch wird man von allem getroffen, was auch nur im Entferntesten in die Nähe kommt. Ah. Okay, das geht nicht. Nein, bleib doch nicht an jeder Kante hängen, Luigi! Ah, das ist schon wieder ein versackter Versuch, aber ich versuche jetzt wenigstens mal hier durchzukommen, auch wenn ich einfach ab und zu keine Öffnung sehe. Über 4 Sekunden zu langsam. Holy man. Wo soll ich die nur rausholen? Klar habe ich jetzt nicht alles optimal gemacht, aber... Gott sei Dank. Da muss man so viel Risiko gehen. Hammer. Und auf dem Blatt klingt die Aufgabe so einfach. Aber die 4 Sterne sind verdient. Nicht ohne. Jetzt bin ich eigentlich schon total platt und erschöpft. Aber eine gebe ich mir noch.
Als ob ich nur eine Herausforderung schaffe in diesem Part. Vorsicht, Karlross. Erreiche das Ziel innerhalb der vorgegebenen Zeit. Aha, Eiswürfel Eisfälle Spezial ist das. Und das kann eigentlich nur total in die Hose gehen, weil die Karlrösser, die haben mich ja schon während des Abenteuers komplett überfordert. Und das Ganze noch mit dem dämlichen Luigi? Ja, wie sie es... Es ist unglaublich. Ich kann das nicht abschätzen, wie hoch die springen. Ich finde das auch total übertrieben, wie hoch die springen. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass so ein fettes Ross... Ja gut, das sieht jetzt alles nicht so geschmeidig aus, was du hier ablieferst. Ich glaube, ich wechsle wieder zurück auf Mario. Da fühle ich mich direkt besser. Habe ich mehr Selbstvertrauen. Ha. Aber das ist nix. Ich werde jetzt unter dem durchrennen. Man muss ja nicht immer auf die Gegner springen. Das ist sowieso nur Show. Hoppla! Wo kam der denn jetzt her? Ja, diese Boxen hier, die sind natürlich auch so fies, weil die einen die Sprunghöhe total zerstören. Wow! Lol. Okay. Dachte, ich kann da einfach runterrennen, aber halt dadurch, dass die Box ins Wasser absinkt, hat's mich wieder dran gekriegt. Na, ich spiele das jetzt wieder so lange, bis ich wenigstens einmal ins Ziel komme. Jetzt bin ich wieder oben rüber. Das passt nicht. Es ist viel besser, am Anfang unter dem Karlross durchzurennen. Weil dann befindet man sich nicht schon in so einem nachteiligen Status. Nein, diese Mistviecher! Das muss aber die Taktik sein, so häufig wie möglich unter denen durchzurennen. Vielleicht ist das ja auch so, dass die sowieso immer springen, wenn ich gerade ankomme. Das wäre schon praktisch, muss ich sagen. Ja, der macht es zum Beispiel nicht. Und der... Die Box, die schießt einen da in den Himmel hoch. Man fühlt sich vollkommen wehrlos. Los, Luigi! Die Fragezeichenblöcke muss ich nicht untersuchen. Da sind nie Power-Ups drin in diesem Modus. Und wie wir ja wissen, sind sogar in grünen Ringen und so weiter nichts drin. Ey, man kann... Das ist zum Kotzen. Man kann es nicht mal verhindern. Selbst wenn ich den Sprungknopf nur ganz kurz drücke, man wird trotzdem in die volle Höhe reingeschleudert. Wie soll ich denn das verhindern? Das ist total nachteilig in der Stelle. Ich will da nicht hochspringen. Ich muss irgendwie versuchen, diese Kiste nach meinem Gusto zu manipulieren. Okay, indem ich... Oh! Indem ich einfach über sie drüber laufe, ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Yahoo. Okay, unten durch. Nein, please. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Stelle sackt ja mal übelst. Die wird mir noch richtig viel Probleme machen, wenn ich da schnell durch will. Okay. Jetzt ist dann auch schon die Goldmedaille gleich vorbei. Und das Ziel ist hier. Diese letzte Attacke hätte ich eigentlich nicht überleben dürfen, weil ich bin... Ja, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wo ich durch bin. Durch den Schneeball und halb auf das Karlross. Ja, zwei Stellen sind dabei. Die eine Box mit der Kante und dem Karlross. Ihr wisst jetzt ganz bestimmt, welche Stelle ich meine. Und dann gegen Ende nochmal, wo man auch die Box etwas ins Wasser absinken lassen muss, damit man da ohne abzubremsen rüberkommt. Schwierig, aber nicht unschaffbar. Auf geht's. Ja, die Stelle... Ich weiß gar nicht, wie kommt man da bloß durch? Ich kann keinen Triple Jump ansetzen, dann kriegt mich die Piranha-Pflanze mit ihrer blöden Stachelkugel. Und diese Box macht total, was sie will. Das Karlross schwankt darauf wie besoffen rum. Keine Ahnung. Okay, man kann unter ihm durchrennen. Ich hab's mir fast gedacht. Es ist zwar super knapp, sieht das aus. Yeah, aber es reicht. Und jetzt habe ich den Fehler gemacht. Das war die andere Stelle, die ich meinte. Da muss man etwas früher auf der Box landen, damit die ins Wasser abtaucht. Und dann... Ja, diesmal hat er mich dran gekriegt. Okay, dann muss ich da einfach nur unten durchlaufen. Und vielleicht hätte es sogar trotzdem gereicht. Obwohl ich da an der Kante hängen geblieben bin. Ich denke halt immer, warum kriege ich von dieser letzten Box keinen Boost? Ja? Von allen anderen, von denen ich es nicht will, kriege ich ihn. Nur von dieser letzten nicht.
Okay. Konzentrier dich einfach darauf, nicht von der letzten Box abzuspringen. Einfach runterlaufen. Und dann hat man es geschafft. Sogar mit über einer Sekunde. Puffer. Da waren sie ja echt großzügig. Phew. Das hat aber wesentlich mehr Spaß gemacht als dieses Gefriemel mit den Buhus. Das war total... Oh, da kriegt man gerade Juckreiz am ganzen Körper, wenn man sowas spielen muss. Ist das nächste auch noch ein normales Level? Tatsächlich. Ich glaube, das mache ich noch. Erreiche das Ziel innerhalb der vorgegebenen Zeit in der Zuckerwattenwolkenzone 2. Jetzt packen sie aber auch die schwierigeren Level raus. Das muss man sagen. Uff, muss ich hier etwa darauf achten, dass ich auf den Wipppilzen nicht nach oben laufe, also dass die nicht nach oben geneigt sind, weil das kostet natürlich sonst Zeit wie Sau. Und die Gegner hier, die sind ja mal übelst fies platziert. Halleluja. Jetzt kommen sogar noch Spinies dazu. Und ein Lakitu. Ja gut, Oh nein. Oh Gott. Was muss man denn da machen? Ein großer Sprung ist da gar nicht möglich, weil der Fuzzy mitten im Weg ist. Größeres Problem, das ich jetzt aber gerade habe, ist, komme ich jemals nochmal durch diese zwei Piranha-Pflanzen durch, wie gerade eben? Das wird jetzt eine gute Frage. Und ansonsten ist das hier ein ziemliches Impro-Level. Oh, was war das denn für ein Weitersprung? Kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Aus Versehen Triple Jump angesetzt. Okay, das passt halt genau, ne? Wenn man sich da an dem Block erstmal die Rübe anschlägt und dann den zweiten Sprung ansetzt. Boah, aber insgesamt hat es hier so viele Gegner, in die man reinspringen kann. Das ist super schwer, denen bei vollem Lauf ständig auszuweichen. Ich frage mich, ob ich irgendwie da hochkommen könnte. Aber es nützt mir eigentlich auch nicht. Oh, habt ihr das gesehen? Die Musik hat mich getötet, weil die Gegner immer im Rhythmus der Musik irgendwas machen. Die Koopas tanzen, die Spinies springen. Wie dreckig. No, das kostet Zeit. Blöder Goomba. Dass die sich aber auch das Springen nicht verkneifen können. Ich meine, damit sind sie nicht alleine. Da gehöre ich auch dazu. Also gut, ich warte jetzt hier. Und weiter geht's. Oh, holy Macaroni, wann endet das Level? Ich weiß es nicht mehr. Okay, man darf nicht warten. Es muss eine Möglichkeit geben, diese riesige Lücke zu überbrücken und gleichzeitig nicht in den Fuzzy reinzuspringen. Gab es irgendwo einen versteckten Stern oder sowas? Aber das glaube ich nicht, dass sie das machen. Selbst wenn es einen gäbe, hätten sie ihn für diesen Modus hier rausgenommen. Okay. Ist gar nicht mal so schlimm, wie es aussieht. Und was hat der denn schon wieder für eine Hitbox? Aber an dem Zeitpunkt fahren sich die Pilze gerade wieder aus. Ich könnte sogar unter ihm durchlaufen. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Ja! Nein, please. Um 12 Zehntel. Also eigentlich 1 Zehntel und 12 Hundertstel. Dang it. Ein Zehntel und 200stel, sorry. Ich bin komplett durch den Wind. Also gut, am Schluss diese eine Wippe da, die hat's mich jetzt gekostet. Die muss ich anders in Angriff nehmen. Am besten springen auf der ersten Hälfte und dann die zweite Hälfte runterrennen, um den Schwung ins Ziel mitzunehmen. No!
Okay, jetzt Achtung. Yeah. Okay, okay. Wow. Das macht richtig viel Spaß. Und es ist so knackig. Wippels Polka. In unter 58 Sekunden abgeschlossen. Das soll's aber mal gewesen sein. Wie viele 4 Sterne sind denn noch übrig? Nur noch eine, aber danach geht's nochmal richtig ab. Halleluja. Ich freue mich drauf, ihr hoffentlich auch. Oder soll ich jetzt die letzte 4. Sterne... Um was geht's denn? Erreiche das Ziel innerhalb der vorgegebenen Zeit, ohne eine einzige Münze einzusammeln. Boah, nee, das kann ich jetzt nicht auch noch hinten dran hängen. Das machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.